Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Wir spielen, ja, jetzt mitten in der Nacht Samstag. Ich hatte es ja angekündigt, dass ich wohl nicht so viel Zeit haben werde am Samstag. Das war auch so. Ich war auf einer Geburtstagsfeier. Und es wäre cool, wenn ihr noch zwei Aufnahmen hinbekommt, also vier Spiele. Ansonsten, wenn ich jetzt merke, nach zwei Spielen, okay, du bist zu müde, dann bleiben es halt 10 für den Sonntag. Es wäre auch okay. Aber mein Ziel ist jetzt schon, 4 noch zu schaffen in dieser Samstagnacht. Aber wie gesagt, 2 wären auch okay. Und selbst wenn ich jetzt 12 am Sonntag machen müsste, dann ist es nicht schlimm. Aber momentan sieht es ja nicht danach aus. So, Verratti, unser neuer Held. Oder alter neuer Held. Wir hatten ja schon die Inform. Wir hatten schon die Second Inform. Jetzt haben wir die dritte Inform. Wenn er die vierte Inform bekommt, wird es aber echt langsam richtig, richtig teuer. Es sei denn, ich schaff's wieder, wie durch magische Hand, ihn kurz vorher mit massiven Gewinn zu verkaufen, dann könnte es vielleicht wieder was werden. Aber ja, also ich hatte bei der ersten Info das Glück und habe ihn zum richtigen Zeitpunkt verkauft, bei der zweiten auch und ich hoffe mal, dass es bei der dritten ähnlich wird. Wobei ich ja auch sein kann, dass er keine mehr bekommt, also keine Ahnung. So, konzentrieren, nicht von der etwaigen Müdigkeit unterbuttern lassen und hier mal eine andere Innenverteidigung mit Koscielny und der Name fällt mir gerade nicht, einem anderen Innenverteidiger und halt auch ein anderer Torhüter, den ich aber nicht so geil fand, ne? Mandanda. So, sehr geil, war eine richtig, richtig schlaue Idee von mir, dass ich hier erstmal nicht anwesend war und meine Heizung abgedreht habe. Ich habe irgendwie gesagt, ich habe mehr Zeit. Und dann ist halt das dabei rausgekommen. Aber es ist ja zum Glück nicht in die Hose gegangen. Schade, der Pass, den hätte ich vielleicht direkt spielen sollen. Sehr gut von Sidibe. Haben wir ein bisschen Glück. War leider zu zentral der Schuss. Krasses Tor. Krasses Tor. Da stehen zwei Mann und die schaffen es nicht, da irgendwie mal den Schuss zu blocken. Hier Dante die ganze Zeit, der halt den Fuß nicht rausstellt, den habe ich nicht gesteuert, sondern einen anderen Spieler, damit er halt die, ich habe quasi dem anderen Spieler die Passstation zugestellt. Aber ja, das ist dann so ein Tor, wird es echt schade. Und das Traktor, den er macht, ist auch schade, aber war jetzt auch nicht kein hundertprozentiger. Der Pass war vorher schön. Aber wir kommen zu Chancen. Also ich sehe hier eigentlich definitiv die Möglichkeit, das Spiel zu drehen oder erstmal den Ausgleich zu schießen. Okay. Schade. Aber vielleicht ein Tick zu spät der Pass. Genau richtig losgelaufen mit Aurier. Traxler, lauf durch, dann hast du ihn. Elfen! Wieder kein Elfmeter.
Ah! Geht er da nicht hin, Mann? Sollte natürlich nicht zu Lacazette gehen dabei. Aber egal, wie gesagt, er kommt gefährlich an den Strafraum ran. Ich glaube, wenn wir so weiterspielen, machen wir auch ein Tor. Schön gemacht von Verratti. Wäre lieber durch gewesen. Puh, einfach dranbleiben. Wir machen ein gutes Spiel. Wir sind besser als der Gegner spielerisch. Und müssen einfach versuchen, so weiterzuspielen. Dann fällt das 1-1 hier zwangsläufig. Oh, das war blöd. Das war aber leider dumm von mir. Ich bin wieder gut mitgelaufen. Immer wieder ein Stück weiter vor, bis wir irgendwann eine Ecke bekommen. Schade. Was? Oh, schwacher Pass, aber es klappt noch. Memphis spielt mit. Aber auch kein guter Schuss von Lacazette. Eigentlich ein schwacher Pass. Schöner Pass, aber auch jeder hat leider keine Power mehr. Verdammt, wir kommen wie gesagt gefährlich an und in den Strafraum, aber dann fehlt es einfach. Und er macht halt einen, so ein Lacker-Ding da, kommt einmal in halbgefährlicher Position zum Abschluss und macht das halt. Unglückliches Gegentor. Da finde ich auch nicht, dass ich wirklich schlecht verteidigt habe. Ich denke, es hat der Gegner gut ausgespielt, das eine Mal. Und dann war einfach meine CPU-Verteidigung nicht gut genug. Dante hat halt keinen Bock, den Ball, das Bein rauszustellen. Das wird er, denke ich, meistens dann auch irgendwann machen. Nimmt war überhaupt keinen Bock. Und ich habe halt einfach dann den Passweg zugestellt, weil ich dachte, wenn du jetzt Dante nimmst, dann dribbelt er dich einfach nur aus. Und das konnte er halt so nicht. Dann hat er einfach den Abschluss gewählt und da ging halt leider rein. Da geht es so auch nicht jedes Mal rein. Und wie gesagt, ansonsten hat er keine großen Spielanteile. Wir kommen immer gefährlich an und in den Strafraum rein. Es fehlt halt nur der Abschluss. Aber wenn wir so weiterspielen, sollte da irgendwann fallen. Müssen nur dran glauben. Schade, das hat nicht geklappt. Verdammt! Was er hier immer wieder für Fehler macht. Das war einfach ein schwacher Pass. Also der war einfach wieder schlecht gespielt.
Das war bitte der Gegner, ich habe nichts gedrückt. Wie kann ich denn das gewesen sein? Ich habe nichts gedrückt auf keinen Pass. Das war doch wie ein Schuss schon fast. Ja, der kriegt überhaupt kein Aufbauspiel mehr hin. Komm schon, raff dich und mach das Tor. Ja, das war wieder einer dieser beschissenen Drecks-Kackpässe, wo ich nicht verstehe, warum die so gespielt werden. Ich tippe kurz auf Pass und dann haut er so ein Ding raus zu irgendjemand aus dem Mittelfeld. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Scheiße. Ich weiß nicht, warum Memphis so dumm läuft. Och Mann. Ich werde mal wechseln. Es läuft echt bitter gerade. Aber egal, egal, einfach dran glauben. Wir haben schon oft genug dann in der späten Phase noch das Tor gemacht, einfach dran glauben. Er hat nichts gerissen, einfach nicht das 2-0 fressen. Alles ist gut. Formation funktioniert auch bisher sehr gut, wie ich finde. Einfach ruhig bleiben. Jetzt mit Valbuena und Ribéry haben wir nochmal neue Pace. Sehr gut gemacht von Dante. Schöner Pass von Dante. Nehmen wir die Ecke mit, kriegen wir auch den Wechsel direkt. So, jetzt machen wir mal ein Tor. Ich gehe mal auf sehr offensiv. Ich habe dann also ich gemerkt, okay, er nimmt den Beschall bei der Brust an, habe ich auf passend gedrückt nochmal, hat auch nicht gemacht. Schöner Pass. Leider nicht perfekt mitgenommen. Der hat wieder den Pass viel zu spät gemacht, dann ging er wieder komplett woanders hin. Es ist halt auch so eng mittlerweile. Scheiße! Es wird das nächste Dreckspiel sein, was wir unverdient verlieren. Das gibt's doch nicht. Oh, durch drei, Mann! Alter, das gibt's nicht. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass wir das Spiel verlieren. Niemals, niemals. So.
Ich reg mich wieder auf, aber ich sehe halt auch gerade nicht mehr, dass ich einen Turm mache. Fuck! Das ist. Boah, ey, das sind so viele Spiele. Das ist jetzt das sechs, die sechste Niederlage. Von den sechs Niederlagen fünf Stück, die einfach nicht hätten sein müssen. Ein Angriff, jetzt macht diese scheiß Dinge irgendwie rein. Elfmeter? Nee, es gibt nur einen Freistoß. Scheiße. Gelb-Rot! Oh, das bringt mir jetzt gar nichts mehr. Fuck, kommt dann. Dann macht das Ding einfach rein. Komm, irgendjemand. Irgendjemand. Kommt schon. Das war's. Fuck! Alter, ey, das geht mir auf den Sack. Das ist das... Das fünfte, ja. Das fünfte Spiel, was wir unverdient verlieren. Ich hätte nie gedacht, dass wir hier keinen Ausgleich schießen. Wir waren so oft gefährlich im Strafraum. Haben natürlich wieder Man of the Match, klar, was sonst? Oh, das gibt's gar nicht. Wir haben so dominiert eigentlich. Er ist gar nicht mehr. Oh, scheißegal. Ich will jetzt noch ein Spiel machen. Wenn ich mich weiter drüber aufrege, dann wird das nix. Vielleicht hätte ich einfach mal das 4-3-2-1 probieren soll, aber es lief ja eigentlich gut. Ich habe zwar nicht so viele Abschlüsse gehabt, aber ich bin halt auch so oft einfach in gefährliche Position gekommen und es hat einfach nur dieser allerletzte Pass oder dieser Schuss gefehlt. Das ist wieder mal eine bittere. Also, ohne Scheiß, die Weekend League fühlt sich mega gut an. Ich finde auch mein Spiel ziemlich gut. Ich bleibe eigentlich ruhig, klar, hier jetzt die letzten 1-2 Ingame-Minuten dann nicht mehr. Aber ich bleibe zum Großteil wirklich sehr, sehr ruhig. Spielen meiner Meinung nach ziemlich gut. Aber da habe ich andere Weekend Leagues gehabt. Da bin ich ausgerastet ohne Ende. Und ich habe am Ende 17 Siege oder so. Und hier werde ich jetzt wahrscheinlich mit 12 Siegen raus. Na gut, das wird übertrieben. Aber trotzdem werde ich ja wahrscheinlich wieder zu tun haben, dass ich Gold 2 erreiche und nicht mal Gold 1 schaffen. Ich werde nicht mal die 16 Siege schaffen, die man im Durchschnitt braucht. Das ist zum Kotzen. Aber egal, neues Spiel, neues Glück. Scheiß drauf. Wie gesagt, das Einzige, worüber ich nachdenken kann, ist, ob ich vielleicht ins hätte 4-3-2-1 wechseln sollen. Aber dann läuft es da vielleicht auch wieder nicht. Dann sage ich, ja, hättest du mal nur nicht gewechselt. Also man kann es leider im Nachhinein dann nicht immer zu 100% daran festmachen. Und diesmal, das war einfach so ein Spiel, wo ich sage, ja, man weiß es nicht. Es könnte es sein, dass es vielleicht besser funktioniert haben könnte. Aber vielleicht wäre es auch total in die Hose gegangen und ich hätte danach gedacht, nee, scheiße. Das war eine schlechte Idee. Jetzt einmal konzentrieren. Das ist ein neues Spiel. Das möchte ich gewinnen. Geil, wo Memphis hinläuft. Danke für diesen Laufweg. Kann ich dich richtig gut anspielen. Leider nicht zum Schuss. Ui, der Ball ist noch heiß. Oh, Draxler macht ihn. Endlich staubt Draxler mal wieder ab. War natürlich ein Lackertor durchgestümpert, aber dann wenigstens die Ruhe behalten und mit Draxler noch den Abschluss hinbekommen. Und dann haben wir da Zeit, dass der mal wieder was macht, ey. Dadurch ist er halt oft aufgefallen am Anfang, dass er einfach diese Abstauber macht. Und das war halt jetzt auch ein Abstauber.
Nice. Guter Anfang, gefällt mir. So, ich spiele jetzt bitte weiter. Oh, schlecht verteidigt. Aber komm, jetzt lassen wir die nicht komplett außen durchrennen. Wir wollen mal nicht betreiben. Sehr schön gemacht mit Memphis. Oh, das hätte ich nicht gedacht, dass er das schafft. Wir waren eigentlich ein Stück vor ihm. Schön gemacht von Draxler. Geil gemacht von Di Maria. Ich habe sogar daran gedacht, nochmal reinzulegen. Also ich habe nochmal auf Pass gedrückt, es war kein Schuss. So, vielleicht auf Dante versuchen zu flanken. Es hat ja ganz gut geklappt, auf Hummels zu flanken. Oh! Es war zwar nicht Dante, der den Kopfball macht, aber es war ein gefährlicher... Ich weiß gar nicht, wer war denn das? War es wieder Tolisso? Auf jeden Fall... Ein gefährlicher Kopfball ans Alu. Schade, dass hätte 2-0 sein können. Aber ich sag ja, jetzt mache ich wieder diese Flanken in die Mitte. Jetzt funktionieren die wieder 2-3 Mal. Ich denke, richtig geil. Jetzt die sind geiler als an den kurzen Pfosten. Und dann gehen sie die nächsten 1000 Male wieder nicht rein. Oh, noch einmal durchstecken und das Ding ist drin. Krass, wie viele Fehler da macht. Aber ich glaube, ich stehe auch einfach gut. Oh nein, ich wollte ihn auf den anderen Spieler spielen. Das war ja wieder ein Fehler, wieder zu denken, oh, den machst du mal hoch, wann klappen die schon mal? Das war aber auch ziemlich billig vom Gegner. War noch eine geile Grätsche. Jetzt habe ich euch auf meinen Monitor gespuckt, verdammt. Ja, war zu einfach. Das war zu einfach. Ah, das war zu einfach. Das war auch nicht gut gespielt von mir. Danke. Das war natürlich auch jetzt für mich, also vom Gegner zu einfach für mich gemacht. Der sollte nicht da hingehen. Ich weiß nicht, wie ich gezielt haben muss, damit er da hingeht. Jetzt wird das, glaube ich, ein bisschen aggro. Müssen wir mal ein bisschen ihn rennen lassen. Soll er ruhig anfangen zu grätschen oder so? Ah, das haben wir dann zulässig gemacht. So, Lisa wieder da. Das dauert gerade einen Tick zu lang. Also meine Ideen sind, glaube ich, gar nicht so schlecht. Aber es dauert einfach einen Tick zu lang. Ja, bitte. In der Mitte auch noch gefährlich oder was? Das war so ein richtiger Verzweiflungsschuss. Er wusste nicht, was er machen soll. Dann hat er gesagt, ich schieße mal aufs Tor. Keine Ahnung, was Dante da wieder vorhat. Und Draxler ist nicht so schnell, das wird schwierig mit ihm. Hat auch keine Ausdauer mehr schon wieder. Ah, schade. Ah, Abseits. Ach, die Maria war schon im Abseits, okay. Ich dachte erst Lacazette. Sehr gut gemacht von Di Maria.
fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of any time. Boah, schwache Ballannahme oder Ballkontrolle von Draxler. Ha, also ich habe so ein paar blöde Fehler gemacht, die mir nicht gefallen haben. Ich glaube, ich bin dann doch müder und langsamer im Kopf als gedacht. Ich spiele mit dem Gedanken, nach der Ausnahme dann halt wirklich die letzten 10 Spiele am Sonntag zu machen. Da bin ich, denke ich, frischer im Kopf, weil meine Augen dann doch schon müder sind. Und ich merke einfach, dass hier ein paar Sachen habe ich zu langsam ausgeführt. Ich könnte halt alleine schon 2-0 führen. Das würde mir hier gut tun. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass wir jetzt trotzdem noch vielleicht noch ein Tor hinbekommen. Wir sind ja trotzdem der bessere Spieler, auch wenn ich vielleicht ab und zu einen Tick zu langsam im Kopf bin. Ja, ich habe mir in den Kopf gesetzt, diesmal läuft Lacazette bestimmt mega geil durch und du kannst ihn in den Lauf spielen. Und er hat das dann eigentlich gemacht, obwohl er gar nicht weitergelaufen ist. Das hätte vorhin was Böses gesagt. Ja, also mehr konnte ich rausholen. Die waren so enger mit dran, die beiden Spieler. So, jetzt gucken wir nochmal, ob wir nochmal Dante ins Spiel bringen können. Geil, wie ich vorbei war und ich. Oh, wie ich vorbei war und ich trottel eine Schusstauschung in den Gegner wieder reinmache. Das war wunderschön. Verratti. Oh. Alter, wir sind echt dreimal quasi dran. Boah, wäre das lucky gewesen. Alter. Zum Glück hat es nicht geklappt. Leider muss ich dann den Ball rausklären und darf ihn nicht so rauspassen. Das war wieder ein Fehler, aber es ist halt FIFA 17 geschuldet. Aber wie gesagt, ist trotzdem ein Fehler. Muss ich mir angewöhnen, da zu klären. Aber erklärt halt niemanden, aber erklären einfach so oft nicht funktioniert und Scheiße baut. Geht dann mit einer kleinen Druckphase über Ecken. Boah! Da hatte ich echt Angst, dass Morning den reinmacht. Halt auch ultra Kopfballstark. Da ist niemand. Sehr gut gemacht von Sidibe. Jetzt müssen wir noch dranbleiben. Zu weit, nice. Wie war eigentlich defensiv hier? Läuft er zu? Ja. Oh. Sagt er, es läuft gerade so unsauber, es ist so scheiße. Sehr gut, schön gemacht von Dante. Nein, Memphis war noch mal dran. Nein. Fuck. Boah. Ey, Verratti hat keinen Körper. Wie soll denn das ein Foul sein? Hat wieder nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Krasser Schuss durch zwei Leute, das hat nicht gereicht. Legal, ob ich wechseln soll.
Ob ich so lasse, das war Gas gemacht von Memphis. Natürlich kommt der Hackenpass da nicht an, sollte ja auch nicht so kommen. Schön gemacht von Marquinhos. Nein, oh, soll nicht dahin gehen. Der sollte auch nicht dahin gehen. Nein, nicht aufregen. Boah, zum Glück, zum Glück, zum Glück. So, jetzt auf Zeitspiel gehen, das Ding nach Hause nehmen, dann mache ich die restlichen Spiele einfach am Sonntag, weil ja, ich merke es, ich bin im Kopf, ich fühle mich eigentlich ganz gut noch, aber im Kopf bin ich einfach zu langsam schon. Oh, ich dachte natürlich auch, je läuft durch, wie sie es gehört. Hier ist noch ein bisschen Zeit gewonnen, aber trotzdem, ey, er bricht genau im falschen Moment ab. Was macht er denn jetzt? Also ich wechsle jetzt nicht nochmal. Ich denke, er wird es nochmal wechseln. Oh Gott, ich hoffe, da schafft es jetzt keinen Ausgleich und wir gehen in die Verlängerung. Meine Augen tun weh. Oh, was für ein geiler, schwacher Abschluss. Das war die Riesenchance. Und er macht sie nicht. Sehr geil. Sehr geil. Am Ende ein bisschen glücklich. Insgesamt verdient, würde ich sagen. Aber es war nicht gut ausgespielt. Ich hätte es noch deutlich besser machen können. Von daher mache ich jetzt auch keine weitere Aufnahme. Ich bin froh, dass ich das noch gewonnen habe und hoffe, dass ich dann die letzten 10 Spiele am Sonntag noch einständig über die Bühne bringen und wenigstens Gold 3 erreichen. Mal schauen. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.